Hallo und guten Abend, verehrte Kinder der Nacht. Herzlich willkommen zurück bei Vampires the Masquerade, Coteries of New York. Alex wohnt der skurrilen Cam-Show der Malkavianen Hope bei, für die sie ihn zum Moderator gemacht hat. Angesichts der zur Schaustellung ihrer vampirischen Kräfte im Livestream macht er sich Sorgen um die Maskerade. Da kommt es gerade sehr gelegen, dass Hope ihn auf das Thema Blutsverwandte und das Internet angesprochen hat. Ist das wirklich der richtige Moment? Gibt es ein Internet für Vampire? Nein, gar nichts. Alex bezieht sich hier darauf, dass sie ihn gerade gefragt hat, ob die älteren Vampire schon mit ihm über dieses Thema, also die Vampire und das Internet, geredet haben. Gut, da würde ich jetzt sagen, nein, gar nichts. Wenig zielführend hier an dieser Stelle. Die Frage, gibt es ein Internet für Vampire, ist eigentlich sehr interessant. Vielleicht kann uns der Hope Aufschluss drüber geben. Und hier die Frage, ist das wirklich der richtige Moment? Also der richtige Moment, darüber zu reden. Nun gut, Hope meinte ja zu uns, dass die Zuschauer des Livestreams im Chat das nur mitbekommen können, was sie ihnen erlaubt. Von daher können wir die Frage eigentlich ausschließen. Nehmen wir doch einfach das hier. Gibt es sowas wie ein Internet für Vampire? Puh, ja klar. Gut gemeinter Tipp, wenn du je in irgendwas reinstolperst, was wie ein Internet für Vampire aussieht, schmeiß den Laptop weg und such dir eine neue Zuflucht. Wir haben das nämlich mal versucht, weißt du? Ein paar von uns jedenfalls. Unsere eigenen Datenbanken, sozialen Netzwerke, das ganze Programm. Alles auf perfekt gesicherten Netzwerken. Sie tippt immer noch mit einer Hand auf ihrem Handy herum, während die andere nach irgendetwas unter ihrem Bett tastet. Auf wie viele Dinge kann sich diese Frau eigentlich gleichzeitig konzentrieren? Dachten wir jedenfalls, bis die NSA uns das Gegenteil bewiesen hat. Achtung, Spoiler! Die meisten Ahnen verstehen unter einer Firewall anscheinend was, worauf man Hexen verbrennt. Das oder die Schutzsiegel, die sie immer auf ihre Monitore geschmiert haben, waren doch nicht das Nonplusultra in Sachen Netzwerksicherheit. Danach ging's jedenfalls schnell. All die anderen Nachrichtendienste mit drei Buchstaben in der Welt haben die Informationen in die Finger gekriegt und wenn du eine paranoide Regierungsorganisation bist, die 20 Jahre nach 9/11 verzweifelt nach einem neuen, globalen Feindbild sucht, dann ist die Entdeckung von Blutsaugern so, als ob Weihnachten, Ostern und der Tod deines reichen Onkels Jerry gerade auf denselben Tag gefallen wären. Das Ergebnis war die zweite Inquisition. Schon mal davon gehört? Dutzende von unserer Art sind damals gestorben, weil sie sich im Internet zu stark produziert haben. Die Überreste unserer alten Netzwerke gibt es übrigens noch, aber heute findest du da bloß noch die Rattenfänger von der Regierung, die darauf hoffen, dass sich ein paar ahnungslose Küken dorthin verirren. Benutzt du bestimmte registrierte Schlüsselbegriffe auf Twitter oder Facebook, wirst du erfasst und zur Untersuchung freigegeben. Passt dein Verhaltensprofil in ein bestimmtes Raster, wirst du erfasst und zur Untersuchung freigegeben. Und deshalb hat es einen bestimmten Kitzel, sich eine Online-Präsenz aufzubauen, ohne die Aufmerksamkeit der Behörden zu erregen. Sie räkelt sich auf dem Bett. Du schaust schon noch auf den Chat, oder? Natürlich nicht. Du bist nicht annähernd so gut darin, dich auf tausend Dinge gleichzeitig zu konzentrieren wie sie. Schuldbewusst huscht dein Blick schnell über die letzten Beiträge. Ah! Redet sie gerade mit jemandem? Kannst nicht erwarten, dass es endlich ans Eingemachte geht. Ich feier gerade so hart, dass ich mir den zweiten Monitor gekauft habe. Call of Duty links und die geilste Frau der Welt rechts. Die einzige Frau, die ich nicht hasse. Hope, meine Lieblingsschlampe. Okay. Ignoriere Hope has crabs and gonorrhoe. Okay. Kopfnuss für Hope has gonorrhoe. Okay. Oder Sperre für den letzten Schreiberling hier. Aufgrund des Benutzernamens würde ich mal sagen, für den ist nur direkt eine Sperre fällig. Ja, eigentlich ganz einfach. Die Art von Nick verheißt nichts Gutes. Will wahrscheinlich Schwierigkeiten machen. Du beschließt, ihn loszuwerden, bevor er die Chance dafür bekommt. Gute Arbeit! Sie scheint dich zu moderieren. Naja, jedenfalls.
als die Nosferatu der Camarilla schließlich gebeichtet haben, dass ihr Netzwerk kompromittiert war, sind die Ahnen erstmal ausgeflippt. Und zwar total. Sämtliche Kommunikation per Internet war von heute auf morgen verboten. Dann kamen die Exekutionen. Die meisten, die es erwischt hat, waren Leute, die über die sozialen Medien heimlich mit ihren sterblichen Familien und Geliebten in Kontakt bleiben wollten. Dass sowas nicht mehr ging, war klar. Aber wenn du damals nicht verdammt vorsichtig warst, konntest du dir schon mit einer zweiminütigen Google-Suche einen Trip in den nächsten Sonnenaufgang einhandeln. Dank der Großzügigkeit des Nutzers Dick's Deal wurde das nächste Spendenziel gerade erreicht. Jetzt geht's los. Macht den Verschwindetrick. Entmenschlicht euch und stellt euch dem Blutvergießen. Sie hebt ihre Hand. 3 Finger, 2 Finger, 1 Finger. Der letzte Finger sinkt und Hope verschwindet augenblicklich vom Bildschirm, wie ein Gespenst. Auf dem Bett kannst du sie immer noch sehen, aber im Campfenster bleibt sie unsichtbar. Als du die Augen zusammenkneifst und jeden Zentimeter des Kamerabildes abtastest, bildest du dir ein, genau da, wo Hopes Silhouette sein müsste, ein paar seltsame Unschärfen zu bemerken. Aber vielleicht lässt sich dein Verstand auch einfach nur das sehen, was da sein müsste. Hey, bereit? 3, 2, 1. Eine kurze Einblendung. Im selben Moment, in dem sie wieder auf dem Bildschirm erscheint, macht sie mit provokant ausgestreckter Zunge ein Selfie. Der Chatroom explodiert fast vor Begeisterung. Sie ist ihre Vampirkönigin und ihre Untertanen überbieten sich gegenseitig darin, ihr zu huldigen. Du fragst dich kurz, wieso sie ständig an ihrem Handy klebt. Ist das Teil der Fantasie, wegen der die Leute hier sind? Ein hübsches Mädel, das billige Zaubertricks zeigt und dabei gelangweilt in ihren sozialen Medien stöbert? Dir wird langsam klar, dass du bestenfalls die Hälfte von dem verstehst, was hier vorgeht. Umso aufmerksamer hörst du hin, als Hope den Faden ihres Vortrags wieder aufgreift. Das waren ziemlich wilde Zeiten damals, vor allem in New York. Inzwischen stehen wir bei einer ganzen Reihe diskreter Organisationen ziemlich weit oben auf der Liste Gefahren für die nationale Sicherheit, auch wenn die meisten davon keinen blassen Schimmer haben, was wir wirklich sind. Und hier an dem Ort, an dem die Türme gefallen sind, liegen die Agenturen praktisch ständig auf der Lauer nach Erfolgen, die nicht viel kosten und gut in den Nachrichten aussehen. Die letzte ZI-Razzia ist erst ein paar Jahre her und das war ziemlich übel damals, hat im Hühnerstall für eine Menge Panik gesorgt und ein paar kopflose Hühner. Jetzt haben wir 2019 und der Big Apple hat trotzdem einen Prinzen, der noch vor dem scheiß Zweiten Weltkrieg umarmt worden ist. Die Cam hat im Großen und Ganzen die Hosen voll und dem Internet mehr oder weniger abgeschworen. Ich sage mehr oder weniger, weil selbst die Fossilien, die bei uns die Peitsche schwingen, keine Idioten sind. Sie wissen, dass wir ohne das Internet nicht mehr wirklich neben dem modernen Vieh existieren können. Im Augenblick ist es eine Grauzone, ein bisschen wie Raubkopien. Technisch gesehen verboten, aber wer ohne Fehler ist, werfe die erste Festplatte. Und die ZI ist eine echte Gefahr, versteh mich nicht falsch. Aber wenn du eine Zecke bist und von einem Löwen gejagt wirst, dann ist der sicherste Platz manchmal direkt in seiner Mähne. Du blickst wieder auf den Bildschirm. Wir wollen Blut. Wie wär's mit ein bisschen Fledermauskram? Kannst du ein bisschen Fledermauskram machen? Kannst du das gleich das nächste Mal abziehen? Es war ein langer, harter Tag. Bitte sag mal meinen Namen. Plötzlich meldet sich ein alter Bekannter. Okay, Masurist Sama ist wieder da. Okay, ignoriere Masurist Sama, gib mal ihm eine Kopfnuss oder eine Sperre. Der scheint eingeschlafen zu sein, vielleicht sollten wir ihn gleich sperren. Nicht, dass der noch irgendwelchen Blödsinn macht. Ja, machen wir das einfach. Du verpasst dem Kerl eine Kopfnuss dafür, dass er den Chat zuspammt. Die Buchstabenkolonne verschwindet so schnell, vielleicht hat Hope sie nicht einmal bemerkt. Zu deiner eigenen Überraschung verspürst du einen Anflug von Stolz. Ach ja. Sach- und Lachwissen über Vampire. Wenn wir uns richtig anstrengen, schaffen wir es zu schwitzen und zu pinkeln. Ein paar von uns können sogar Orgasmen bekommen. Und weinen können wir auch, aber nur Tränen aus Blut.
Als ich 14 war, habe ich mir immer gewünscht, das zu können. So romantisch. Und die flippen jedes Mal aus, wenn ich es mache. Als sichtbarer Beweis für ihre Worte rinnt eine einzige, scharlachrote Zähre über ihre Wange. Der Chat flippt völlig aus. Das scheint genau die Art von Zeug zu sein, auf die sie gewartet haben. Ah, ein Engel, der vom Himmel gefallen ist. T-t-t-t. OMG, sie hat's schon wieder gemacht. Schrecklich schön. Ich hoffe, deine gemarterte Seele wird einst Ruhe finden. Stellt euch mal vor, die US-Corps richten sich eine Blutsauertruppe ein, die dann einfach bloß die Grenzen rauf und runter kreuzt und jeden illegalen Einwanderer aussagt, den sie finden. Bei der bloßen Vorstellung kriege ich schon Riesenständer. Oha. Okay. Ignoriere Fuckman. Okay. Kopfnuss für Fuckman, Sperre für Fuckman. Ich glaube, für den ist auch eine Sperre fällig. Scheint ein rassistischer Kerl zu sein. Und der Name ist nur auch nicht gerade angemessen. Okay, der kriegt eine Sperre. Und Sperre. Nur damit wir uns da verstehen. Dir ist klar, dass alles, was wir hier tun, ein krasser Maskeradebruch ist, oder? Ehrlich gesagt, habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, dass du gehst oder jemanden informierst. Hast du aber nicht. Du versuchst, dich auf den Chat zu konzentrieren. Im Chat macht sich ein alter Bekannter bemerkbar. Masuris Sama ist schon wieder da. Der ist wirklich mit dem Kopf auf die Tastatur gefallen. Und beim letzten Mal haben wir eigentlich versucht, ihm eine Sperre zu verpassen und es wurde nur eine Kopfnuss. Aha, okay. Ignoriere Masuris Sama können wir auf keinen Fall machen. Ja, wir versuchen nochmal mit der Sperre. Er scheint da irgendwas vielleicht eingebaut zu haben, womit er die Sperre bloß in eine Kopfnuss umgewandelt hat. Gut, probieren wir nochmal die Sperre. Sieht jedenfalls so aus, als ob der Herr Masochist eine etwas längere Auszeit bräuchte. Nachdem du ihn gesperrt hast, hörst du Hopes Stimme. Gefällt mir, wie du den Typen abgefertigt hast. Na hallo, sieht so aus, als wärst du zumindest für den Job geeignet, wenn sonst nichts funktionieren sollte. Jedenfalls. Das letzte Spendenziel ist gerade erreicht worden. Zeit für das große Finale. Das ist, worauf ihr alle gewartet habt, oder? Ja, Herrin. Ja, Herrin. Ja, Herrin. Ihre Stimme klingt anders als bisher. Sie kommt näher und näher auf die Kamera zu, bis ihr Gesicht das gesamte Bild füllt. Ihre Augen, groß, leuchtend, hypnotisch, scheinen durch den Bildschirm hindurch direkt in die Seelen ihrer Zuschauer zu blicken. Ihr wolltet Blut! Folgt seinem süßen Ruf auf die Straßen! Zerfleischt eure Nachbarn die Kehlen! Lasst Mondlicht in ihre warmen Adern und trinkt es! Ja, Herrin! Ja, Herrin! Ja! Ohne Vorwarnung wechseln Hopes Magnetaugen die Polung. Anstatt hypnotischer Anziehungskraft bricht plötzlich eine pechschwarze Woge blanken Terrors daraus hervor und scheint zu deiner absoluten Verblüffung direkt in den Chat zu schwappen. Jedes einzelne Mitglied von Hopes Zirkel greift plötzlich wie vom Teufel besessen in die Tasten. Werft ab die Ketten banaler Mortalität! Labt euch an ihren Schreien! Spürt die Hitze ihrer Gedärme! Lauter unverständliches Zeug. Und noch mehr unverständliches Zeug. Und noch mehr unverständliches Zeug. Was macht sie mit diesen Leuten? Wo zur Hölle bist du da bloß reingeraten? Streift ab eure körperlichen Hüllen. Entlasst in die Welt die Botschaft von Hope. Ihr aufrechter Körper windet sich einen Moment in heftigen Krämpfen, bevor er leblos auf dem Bett zusammensinkt, wie eine Marionette, der man die Fäden durchtrennt hat. Sie atmet, ein paar Mal hörbar, ein und aus. Und lacht. Der Laut löscht sämtliche Lichter im Raum und hallt einen Moment lang geisterhaft durch die plötzliche Dunkelheit. Okay, das reicht dann. Anstatt weiterzumachen, stellt sie irgendwas mit ihrem Handy an. Die Übertragung endet und der Chat wird von einem Moment auf den anderen totenstill. Lass mich wieder übernehmen. Die Atmosphäre im Raum ist wie verwandelt. Hope hat sich wieder beruhigt
und steht gerade vom Bett auf. Dann geht sie direkt auf dich zu. Scheiße, was war das? Schätze, die Show ist vorbei. Also kommt mal alle runter und geht nach Hause. Oh, und ich war kurz vorm Spritzen, Jungs. Hostage, ich schwör, beim Grab meines Vaters. Irgendwann finde ich dich und dann prügel ich dir so die Seele aus dem Leib. Nach jeder Zeile, die sie vorträgt, verändert sich ihre Stimme, die Haltung ihrer Lippen und sogar die Art, wie sie sich bewegt. Dir ist das vorher schon an ihr aufgefallen, aber erst jetzt dämmert dir allmählich, was es wirklich bedeutet. Warte mal, heißt das etwa? Was zum Teufel ist gerade passiert? Aber das ist doch unmöglich. Aha, okay. Sie hat das alles nur gespielt. Und wahrscheinlich auch den Chat simuliert. Deswegen war sie die ganze Zeit am Handy. Okay, also, aber das ist doch unmöglich. Ich glaube, Alex wäre schon ein wenig perplex, aber vielleicht dämmert es ihm ja auch. Sophie hatte ihn ja eingestimmt darauf, dass Malkavianer gewisse mentale Probleme haben oder bestimmte mentale Fähigkeiten, nennen wir es mal so. Was zum Teufel ist gerade passiert? Das wäre die völlig perplexe Geschichte. Warte mal, heißt das etwa, ich glaube, Alex würde es dämmern. So langsam müsste auch er mitbekommen haben, was hier läuft. Warte mal, bedeutet das etwa, ich bin unsterblich, ich bin gelangweilt, ich bin auf der falschen Seite des Generationskonfliktes, der wie ein Abgrund zwischen mir und den meisten Vampiren in dieser Stadt liegt. Und ich bin so gottverdammt einsam. Das Internet war immer mein einziger Freund. Vor Jahren begann ich, mich intensiv mit Tulpas und dem Konzept des kollektiven Unbewussten zu beschäftigen, dem ganzen Hokuspokus im Grenzbereich von Psychologie und Spiritualität, und ich beschloss zu experimentieren. Die Show war gestellt. Ein paar Jahre später war ich eine Instagram-Faschionata, ein erfolgreiches Erotikmodell, ein unersetzlicher Bestandteil der Kommentatorenszene im Bereich der Populärkultur, ein viraler Shitposter, ein Experte für Kryptowährungen. All meine Netzidentitäten begannen nach und nach einander zu verstärken und bereiteten so den Weg für neue. Ich wurde zu einem Ein-Frau-Imperium, umschwärmt von Legionen von Ich-Fans. Der Chat war gestellt. Manche Leute würden jetzt wahrscheinlich die dissoziative Identitätsstörungskarte zücken, aber das ist Schwachsinn. Jeder hat schließlich Dutzende Leichen von Online-Alter-Egos im Keller. Ich habe meine einfach nur wieder auferstehen lassen, neue geboren und sie dann miteinander gekreuzt. Ihr ununterbrochenes Getippe auf ihrem Handy. Sogar während der Show. Irgendwie ist sie in der Lage, einen gesamten Chatraum zu simulieren. Ich habe gar kein Selbst, das sich dissoziieren oder geistig krank werden könnte. Ich bin ein digitales Wirtstier, eine lebende Datenbank. Ich existiere, weil es mir Spaß macht, ein Informationskanal zu sein, Trends zu verarbeiten und die zu unterstützen, die es in meinen Augen verdienen. Die Maskerade war nie in Gefahr. Es ging ihr von Anfang an nur darum, dir zu zeigen, wozu sie fähig ist. Sie hat dich eingesponnen in ein Geflecht aus Lügen und du hast nichts davon bemerkt. Es war ein Test, genau wie am Anfang, als sie dich aus dem Hinterhalt angegriffen hat. Verdammt, sie hat wirklich Ahnung von diesem Zeug. Natürlich hindert dich nichts daran, einfach zu ignorieren, was ich gerade gesagt habe und zu dem Schluss zu kommen, dass ich bloß noch so ein gestörter Malkavianer bin. Aber hey, finde dein Selbst, weil die Überlebensstrategie des 20. Jahrhunderts, vernichte dein Selbst, ist die des 21. Wenn es je eine Epoche gegeben hat, die nach Bildern von schönen Menschen verlangt, die ihre Menschlichkeit transzendieren und andere zu inspirieren, ihnen nachzueifern, dann ist es diese. Obwohl mein Publikum dank der Maskerade im Augenblick ziemlich überschaubar ist. Apropos, willst du die Hauptrolle in meinem nächsten Film? Was? Klar, wieso nicht? Vergiss es. Wie kommt sie denn jetzt auf die Frage? Okay, sie ist eine Malkavianerin, wir sollten eigentlich solche Fragen gar nicht stellen. Okay, vergiss es? Klar, wieso nicht? Wir können ja bei allem mitspielen, was sie machen möchte. Vielleicht meint sie mit Film ja auch etwas ganz anderes. Vielleicht ist das ja irgendeine Art Aufgabe.
ja, wahrscheinlich hat sie auch ihre eigene Story und ihre eigenen, wie soll man sagen, ja, wir sind dieser Handlungsfaden hier sagen. Ich denke, wir sagen einfach klar, wieso nicht. Wir machen einfach mit bei dem, was sie machen möchte. Wenn sie Teil unserer Koterie wären, sollten wir uns auch um ihre Probleme oder Angelegenheiten, Geschäfte und ähnliches kümmern. Klar, wieso nicht? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass du das bloß so sagst. Aber hey, ist eigentlich auch eine Art von Selbsttranszendierung. Aber okay, die Prüfung ist vorbei. Jetzt die Preisfrage. Hast du bestanden? Sie legt ihr Handy weg, zum ersten Mal, seit du sie getroffen hast, und misst dich mit einem langen, kritischen Blick. Doch, doch, ich glaube, dich kann ich brauchen. Nicht zu öde, nicht zu blöde und irgendwie sogar ganz süß. Aber moderieren musst du nicht mehr. Keine Sorge, Moddys verlieren zu schnell die Distanz und das geht nie gut. Sie nimmt dich am Arm und beginnt, dich aus ihrem Reich zu führen. Schluss mit der Schikane. Nächstes Mal erzähle ich dir von einer Sache, an der ich gerade dran bin. Wir ziehen ein bisschen um die Häuser und danach wirst du verstehen, wieso Sophie dir empfohlen hat, zu mir zu kommen. Sie führt dich durch ein Labyrinth aus grauen Korridoren. Nicht die Route, auf der du hergekommen bist. Diese Stadt ist so viel mehr als das, was ihre Eliten für real halten. Halt dich an mich und ich werde dir Orte zeigen, die die Camarilla-Ahnen in 100 Jahren nicht finden würden. Sie führt dich aus dem Gebäude heraus in eine Seitengasse. Egal, wer den Asphalt beherrscht, die Datenautobahnen gehören uns. Das ist The Power of Hope. Sie stößt ein theatralisches Gelächter aus und verschwindet. Du merkst es nicht mal. Erst als du dich nach ein paar Schritten zu ihr umdrehst, fällt dir auf, dass du alleine bist. Trotzdem hast du das Gefühl, dass es viel besser nicht hätte laufen können. Eine neue Verbündete. The Power of Hope. Als du alleine durch die Nacht gehst, fühlt sich alles um dich her ein wenig unwirklicher an als noch vor ein paar Stunden. Okay, das war die Begegnung. Die erste Begegnung mit Hope. Das war sehr interessant. Und ein wenig anstrengend. Oh ja, also es ist wirklich sehr anstrengend. Interessanter Charakter allerdings. Ich sagte ja, das wird interessant. Nun gut, wir können die Nacht wohl an dieser Stelle jetzt erst einmal beenden und uns in unsere Zuflucht zurückziehen. Okay. Alex hat wohl die Nacht sehr ruhig verbracht. Nichts passiert, keine weiteren Vorkommnisse, keine neuen Besucher. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, auch direkt zu Hope offensichtlich zurückzukehren. Die andere Seite der Hoffnung. Hope ist dabei, in die Stadt aufzubrechen. Begleite sie und lerne ihr wahres Gesicht kennen. Aha, okay, dann könnten wir also gleich bei ihr und ihrem Handlungsstrang bleiben. Dann würde ich auch sagen, machen wir das, bevor wir uns einem weiteren Handlungsstrang oder einem der anderen Kontakte oder dem Reporter widmen. Leider ist unsere Klette nicht erneut aufgetaucht, also sprich unsere Stalkerin. Okay, dann schauen wir mal, wohin Hope gerade aufbrechen möchte. Als du beim Internetcafé ankommst, wartet Hope schon am Eingang auf dich. Der Anblick überrascht dich. Ein Teil von dir hätte vermutet, dass sie eher ein Stubenhocker wäre, so ein Trautesheim-Glück-Allein-Typ. Perfektes Timing! Wir müssen einen Ausflug machen. Steig ein, steig ein, steig ein! Sie wartet nicht auf deine Antwort und hüpft stattdessen hinter das Steuer eines lavendelfarbenen Oldtimers. Der Motor beginnt erwartungsvoll zu dröhnen, was alle dazu bringt, sich nach dem Auto umzudrehen. Weil du keine unnötige Aufmerksamkeit auf euch ziehen willst, gleitest du schnell auf den Rücksitz des Autos. Sobald du die Tür hinter dir schließt, düst das Fahrzeug mit quietschenden Reifen los. Sorry, dass ich dich nicht erst auf den neuesten Stand gebracht habe, aber hey, das hier ist New York City. Alle haben es ständig eilig und das stimmt umso mehr, wenn du eine Blutsverwandte bist. Also, erlaube mir, mich um ein paar Angelegenheiten zu kümmern und dann bin ich gleich bei dir.
Sogar während sie durch den Verkehr rast, ist sie natürlich immer noch mit ihrem Handy beschäftigt. Ein schönes Auto, schau bitte auf die Straße. Was für Angelegenheiten. Okay. Schönes Auto, hübsche Floske, würde ich sagen. Okay. Schau bitte auf die Straße. Ich glaube, das ist nicht das Problem. A, sind das beides Vampire. Wenn irgendein Unfall passiert, haben die beiden mehr als nur eine Chance zu überleben. Was für Angelegenheiten. Vielleicht fragen wir sie danach, denn wenn Alex und Hope eine Koterie bilden, dann sind ihre Angelegenheiten vielleicht auch die Angelegenheiten von Alex oder zumindest könnten sie zu denen werden. Daher würde ich auf die Floskel verzichten wollen und diese bemutternde Aussage hier auf die Straße zu schauen, muss nun wirklich nicht sein. Also fragen wir nach ihren Angelegenheiten. Angelegenheiten? Von was lebst du eigentlich in dieser Stadt? Es ist eine ziemlich lange Story. Willst du sie wirklich hören? Bevor du es schaffst zu antworten, fängt sie an zu reden. Also, ein anderer Mike aus New York, der auch extrem online ist, nennt sich Defnal, hat mir vor ein paar Jahren gesagt, Google Ethereum. So bin ich zu Bitcoin gekommen. Und ich habe eine neue Religion gefunden. 23-Jährige, die Visionen von Regierungen verkaufen, wurden ersetzt durch gutartigen Code und dezentralisierten Konsens. Massen werden regiert durch Algorithmen, die so gerecht sind wie die Gesetze der Physik. Idiotische, unreife Teenie-Investoren, die versuchen, ihre Realitäten durch bloßen fanatischen Eifer zu gestalten und hingebungsvolle Sammler von so abstrakten Dingen wie seltenen SHA-256-Dekodierungen. Ihr Fahrstil ist sehr viel aggressiver und gefährlicher, als dir lieb ist. Liegt es an dir oder schaut sie viel öfter in den Rückspiegel als geradeaus nach vorne? Eine hyperspekulative Umgebung, wo nichts echten Wert hat, wo nur abstrakte Vorstellungen gelten und deine Lebensersparnisse durch einen einzigen bescheuerten Tweet ruiniert werden können. Wie hätte ich dieser Verführung widerstehen können? Ich habe angefangen, auf verschiedenen dubiosen 24/7-Börsen billig zu kaufen und teuer zu verkaufen, die mir hundertfaches Fremdkapital erlaubt haben, so wie in die haben mir hundertfach mein eigenes Kapital zum Wetten geliehen. Am Anfang hatte ich Glück und habe die Sache in Gang gehalten. Leerverkäufe und Verlangen, impulsiv, fahrlässig. Ich kam an den Punkt, wo ich too big to fail war und da habe ich mich auszahlen lassen. Das Auto hält abrupt an. Du stößt gegen den Sitz vor dir. Okay, die Story wird später weitererzählt. Wir sind da, genau an unserem ersten Halt. Du musst mir einen Gefallen tun. Wir sind wo? Was für ein Gefallen? Erster Halt? Okay. Sehr überraschend jetzt hier. Was für ein Gefallen, ja. Okay, wir sind wo? Erster Halt, hatte sie gesagt. Gut, das ist jetzt unbestimmt. Was für ein Gefallen. Ich glaube, das wäre hier am zielführendsten, sie danach zu fragen. Und machen wir das einfach. Gefallen? Was für ein Gefallen? Nichts allzu Schwieriges. Ein Reinhüpfen, Raushüpfen-Deal im wörtlichen Sinne. Siehst du den komischen Typen mit Yankee-Kappe, der da um die Ecke steht? Geh zu ihm. Sag ihm, du bist Ed Young Hot Petit Genie. Nimm das Handy, das er dir gibt, und bring es her. Los geht's, Herzchen. Ich stehe im Halteverbot. Du springst aus dem Auto und gehst auf den Mann zu, den Hope dir beschrieben hat. Sein Aussehen verrät dir nicht besonders viel über ihn, abgesehen davon, dass er dir ziemlich zwielichtig vorkommt. Der Typ nimmt eine amüsant wirkende Drohhaltung ein, während du auf ihn zukommst. Was zum Teufel willst du? Ich bin Ed Young Hot Petit Genie. Ich bin wegen einem Handy hier. Okay, das ist ein Tippfehler. War Schreibfehler. Ich bin jung, heiß und zierlich. Aha, das wäre auch eine Variante. Das ist die Übersetzung quasi. Okay. Ich glaube, wir bleiben einfach beim Originaltext. Ich bin Ed Young Hot Petit Genie. Oh,
ist nicht böse gemeint, aber ich habe eher ein Mädchen erwartet. Ich meine, nein, also mein Fehler, dass ich das einfach angenommen habe. Verdammt. Er zieht ein Handy aus seiner Tasche und reicht es dir verdeckt. Es ist alles vorbereitet und runtergeladen. Ganz nach deinen Anweisungen. Sollte ungefähr 2 Minuten dauern, die Daten zu übertragen. Jetzt verschwinde. Der Mann schlendert in einem übertriebenen Hip-Hop-Gang davon. Du hüpfst zurück in Hopes Auto. Sie tritt sofort aufs Gas. Du hast das Handy? Du bist die Beste. Gib es mir bitte. Sie verbindet die beiden Smartphones mit einem Kabel und beginnt eine Art Datenübertragung. Es sieht aus, als ob die beiden Modelle identisch sind. Nach etwa einer Minute ist der Übertragungsvorgang abgeschlossen. In Ordnung. Adieu, Schätzchen. Du hast mir gute Dienste geleistet. Hope öffnet das Autofenster, greift ihr altes Handy. Du hast nicht genug Expertise, um das genaue Modell zu erkennen, aber es sieht definitiv aus, als ob mal ein 800-Dollar Preisschild daran geklebt hätte, und schmeißt es aus dem Fenster. Überrascht blickst du nach hinten und siehst, wie ein Auto auf der Gegenfahrbahn das zurückgelassene Gerät überfährt. Hope bemerkt deinen verdutzten Gesichtsausdruck. Ich habe in letzter Zeit eine Menge Wegwerfhandys gebraucht und ich benutze sicher nicht irgendein billiges Scheißteil. Also ist eine ziemlich teure Notwendigkeit. Kreuzung, rote Ampel. Sie nutzt den Moment und schießt ein Autofahr-Selfie, das strategisch ihr Gesicht ausschließt, und lädt es bei Instagram hoch. Du bemerkst, dass ihr Nutzername dort Versace Beauty ist. Also, ich war dabei, dir eine Story zu erzählen. Bitcoin, Auszahlung, reich werden. Okay, alles relativ ähnlich. Okay, wir waren jetzt, glaube ich, bei der Auszahlung. Aber damit soll es beim nächsten Mal weitergehen. Haben wir jetzt hier eines überhaupt erfahren und wissen, dass sie sehr unabhängig ist, offensichtlich. In mehrerlei Dingen anscheinend. Also auch recht unabhängig scheinbar von der vampirischen Gesellschaft. Oder zumindest scheint sie mit der Camarilla von New York City nicht sonderlich viel am Hut zu haben. Nun gut. Also, wie gesagt, das soll es für heute gewesen sein. Hier geht's dann beim nächsten Mal mit Vampire the Masquerade – Coteries of New York weiter. Bis dahin, macht's fein, ciao ciao und bis bald.